Schön. Herzlich willkommen zum besten Pen and Paper Format im Internet. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Pen and Paper. Welches meine? Ich gucke immer in die falsche Kamera. Die? Alle deine, Hauke. Alle dir. Die. Nein. Okay. Herzlich willkommen zu Pen and Paper, Spitze, Stifte, Tierspunk, der Pre-Show. Eine Sendung wird besser, je länger der Titel ist, um zu definieren, was es eigentlich ist. Mit mir am Tisch die vier besten Spieler von der ganzen Welt, wo am Geben ist. Warum? So, wir sind hier, um Charaktere zu bauen. Ihr habt euch schon überlegt, wer ihr sein wollt. Ich sag so ein paar Sachen auch dazu, was uns heute Abend erwartet. Für alle, die noch gar keine Ahnung haben, was Pen and Paper ist. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ich habe um 21 Uhr einen Termin. Schaffe ich es bis dahin aus dem Adventure? Oder? Du, ich habe dich schon Dinge vollbringen sehen. Also, du hast wer weiß. Schon mal geschafft. Ja. Einfach die Filmvorlage. Einfach der Filmvorlage ja, folgen. Einfach folgen der Filmvorlage. Der Vorlage folgen, ja. Wir spielen das Tiers-Regelwerk, dieses traumhafte Regelwerk. Ich werde heute Abend vielleicht zwei, dreimal erwähnen, dass man dieses Regelwerk übrigens auch im Shop bestellen kann. Mach ein paar ruhig mehr mal. Welchem Shop, Hauke? Das ist der RBTV-Shop. Es gibt aktuell sogar ein Bundle-Angebot. ETN. Das gibt es doch nicht. Das Abenteuer, das wir heute spielen, ist nämlich auch verfügbar. Was, wirklich schon? Man kann es schon bestellen. Wird aber erst versandt nach dem zweiten. Unserem zweiten Termin quasi, weil sonst könnten die Leute ja spoilern. Am 2. August. 2. August. Die Woche nach dem 2. August gehen die Regelwerke, gehen die Spiele aber raus. Aber würden wir nicht mehr davon verkaufen, wenn wir die zwischen dem Abenteuer schon verkaufen würden? Das kann man schon. Machen wir schon. Machen wir doch schon. Das ist doch der Trick. Ach so. Man kriegt sie nur noch nicht. Es war ja nur eine Idee. Mein Charakter ist sehr an dem Erfolg. Pre-Order, Simon. Das ist die Zukunft des Marktes. Pre-Order. Ja, rbtv.de. Haben wir eine Bauchbinde? Bestimmt. rbtv.de/shop gibt's auch, oder? Und, oh, Hammer. rbtv.de/tierspunk geht, glaube ich, auch. Da kann man so, sowohl das neue Abenteuer. Ich hab Tierspunk immer gedacht. Tierspunk. Wir suchten Spunk, gibt's nämlich. Tierspunk ist es. Ja, da kann man sowohl dieses Abenteuer vorbestellen, als auch diese Box, also das Original-Regelwerk, mit dem ersten Abenteuer und beides zusammen und 5 Euro sparen. Also, wenn ihr das erste schon habt, würde ich das zweite auch noch mal als Bundle bestellen, weil ihr 5 Euro spart. Und gibt es da noch was oben drauf? Heute Abend. Ja. Heute Abend. Das digitale Downloads aller Abenteuer, die wir bisher gespielt haben bei Tears und Beers. Das gibt's doch nicht. Und wem das noch nicht reicht, dem kann keiner mehr helfen. Leute, da müssen wir drüber reden. Der verschenkt unsere ganzen Marken. Let's go. Okay. So, wir bauen jetzt erstmal Charaktere. Wir spielen, ohne dass ich jetzt zu viel schon verraten will, weil das in die Hauptshow gehört. Ich habe euch ja verraten, wir spielen in einer postapokalyptischen Welt. Wir sind noch im Tiers-Abenteuer, wir sind auch noch in der Tiers-Welt. Ihr könnt uns übrigens auch jetzt schon erreichen über Social Media. Hashtag Spitze Stifte, das ist mal wieder das beste Hashtag aller Zeiten. Ihr könnt uns darüber Bilder schicken, Ideen, Impressionen. Unser Social Media Team tut nichts, außer auf Social Media rumzugucken. Und die schönsten Sachen rauszufiltern, die wir dann bestimmt auch in die Sendung wieder einbauen, so wie wir das jedes Mal machen. Insbesondere sind da natürlich Bilder willkommen von den Charakteren. Ihr habt ja schon welche von Alvin bekommen. Ich hab die immer am, also ich muss sagen, die mache ich mir immer am liebsten. Ich finde das auch immer am schönsten, wenn ihr beschreibt, wer ihr seid und wenn ihr Charaktere erfindet und so. Ich bin auch schon gespannt, welches Haustier ihr mir heute unterjubeln wollt. Jedenfalls, wir spielen in einer postapokalyptischen Welt, in der eine ganze Menge möglich ist. Es spielt 40 Jahre nach dem Ausbruch des Tiers-Virus. Wir gehen davon aus, die Welt ist zusammengebrochen, wie wir sie kennen. Es gibt sowas wie Fraktionen, es gibt geordnete Städte oder Dinge, die man als halbwegs geordnet bezeichnen könnte. Es gibt aber auch jede andere Form von sozialem Zusammenleben oder asozialem Zusammenleben. In dieser Welt ist das Einzige, was wir eben schon festgestellt haben, so Elektrizität ist selten geworden. Also, dass man jetzt wirklich an den Computer geht und mal eben was nachguckt. Es gibt kein Internet mehr in der Form. All das, also es ist wirklich auf der ganzen Welt ist alles zusammengebrochen. Und wie sich das weiterentwickelt, das sehen wir so heute auch im Laufe des Abends. Das heißt, es ist eine ganze Menge möglich. Ihr dürft jetzt bei euren Charakteren also auch relativ kreativ sein. Weil, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, ich bin bei einem, ich greif's jetzt mal aus der Luft, bei einem Wrestlerstamm aufgewachsen, dann würde ich sagen, macht Sinn. Das kann schon sein, dass es irgendwo eine Stadt gibt in der Einöde, in der Wrestling das Ding ist, pures Entertainment. Ich glaub, das macht aber keinen Sinn. Wrestling, echt? Nee, es macht ja irgendwie Sinn. Was machen? Weiß ich nicht. Ja. Fahrendes Volk und so, alles möglich. So,
Wir spielen Wrestler, nach dem Tiers-Regelwerk. Das bedeutet, ihr habt nicht wie beim anderen nur eure Talente sozusagen, sondern wir haben auch wieder Attribute, so Grundwerte. Wollt ihr erst erzählen, wer ihr seid? Und dann verteilen wir erstmal die grundlegenden Punkte. Und ich helfe jedem Einzelnen so ein bisschen. Glaub, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja. Kann der Zuschauer besser folgen. Weil dann können wir schon mal, kann ich nämlich euch schon mal so ein bisschen helfen. Etienne, möchtest du anfangen und mir erzählen, wer du heute bist? Ich spiele, soll ich das jetzt schon in der Person? Oder wie haben wir das gemacht? Nee, du kannst es nur erstmal so. In der Person machen wir erst im eigentlichen Abenteuer. Du musst keinen Akzent benutzen. Genau. Aber du kannst. Du kannst. Du musst noch nicht in der Person, das machen wir mal. Also es ist ja so, ich bin ja Oleg S. Bobo. Also Oleg ist mein Name, denn ich bin Russe. Ich behaupte selber zumindest, dass ich Russe bin oder zumindest dort gefunden wurde in Russland. Deshalb spreche ich auch mit einem russischen Akzent. Oleg Schmolek Bobo. Bobo ist mein Nachname. Bist du richtig überzeugt davon, Russe zu sein? Also weißt du eigentlich tief in dir drin, dass du es nicht bist? Oder ist das für dich wirklich komplett? Ich bin Russe. Okay. Das meinte ich. Das ist ja wichtig, falls ich deine Frage beantworte. Ob dich theoretisch mit dem Wissen jemand theoretisieren kann und du bist überrascht? Theoretisch unpraktisch, ich Russe. Okay, ich muss noch ein bisschen üben. So, hey, nein, genau so. Hab ja noch eine halbe Stunde. Genau das. Wie meine Brüder, so bin auch ich Wrestler. Mhm. Weil mein Vater ein sehr erfolgreicher Wrestler war und wollte, dass seine Kinder auch wresteln. Ich muss sagen, er hat uns das eingeprügelt im wahrsten Sinne des Wortes, uns wirklich zu Kampfmaschinen schon jung geformt, so wie die Spartaner früher. Mhm. Wir hatten eigentlich vier mehr Brüder, aber die wurden alle weggeworfen. Ja, die haben es nicht überlebt. Die haben es nicht überlebt, weil sie halt schon. Wir reden nicht mehr von ihnen. Wir haben auch immer die Serie zusammen geguckt. Wir lachen halt über sie. Warum gehst du in meinen Gag rein? Jetzt haben die Leute meinen Gag nicht geguckt. Westworld. Und das ist aber null. Können wir es nochmal einwenden? Und die sind Rest selten. Also. World. Aber gut. Ja. Gut. Jedenfalls muss ich aber sagen, dass ich ich bin mittlerweile 25, habe dem Wrestling eigentlich abgeschworen. Natürlich verlernt man es nicht ganz. Ich habe das, wie gesagt, mit der Muttermilch oder Vatermilch in dem Fall einbekommen. Aber ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich bin eher pazifistischer Natur. Ich bin ein bisschen ein Einsiedler. Ich bin Bastler. Ich schraube gerne an Sachen, ich baue gerne Sachen zusammen und auseinander und experimentiere so mit allem Möglichen, was ich halt so im Wasteland im weitesten Sinne so finde. Und ich bin, würde ich mal sagen, ich halte mich für sehr intelligent und sehr schlau im Gegensatz zu meinen Brüdern. Ich liebe sie zwar, weil sie meine Brüder sind, aber in einer gewissen Weise bin ich so ein bisschen angenervt von ihrer Dummheit. Die wollen immer kämpfen und weiß ich nicht was. Nicht alle vielleicht, aber die meisten. Und ich bin immer so ein bisschen, ich werde immer gerufen, wenn sie was wieder kaputt gemacht haben zum Reparieren und bin dann immer so ein bisschen genervt und so. Ich würde sagen, fast schon so ein bisschen leicht pubertäres, so ein bisschen Napoleon Dynamite. Kannst du das nochmal russisch nochmal machen? Ich wollte gerade sagen, ja. wenn du jetzt sagen müsstest, was dein Beruf wäre, und jetzt sag nicht nur Wrestler, weil das war mal dein Beruf, sondern was wäre quasi von dem, was deine Talente ausmacht? Weil so ist dieses Regelwerk konstruiert. Also dann würde ich sagen, so Mechaniker. Also eher handwerkliche Beruf. Handwerklich. Okay, dann sagst du auch schon handwerklich. Weil das hätte ich jetzt auch gesagt. Handwerklich wissenschaftlich. Okay, weil dann kann ich dir das schon mal sagen. Dann kann ich dir schon mal sagen, dass du eintragen kannst bei Geschicklichkeit. Die steigt auf 13 und deine Körperkraft schon mal auf 11. Da kannst du gleich noch mehr drauf verteilen, aber das ist schon mal, da stehen wir jetzt schon mal. Wie heißt noch mal der Zahnlose bei Stranger Things? Der Zahnlose? Ja. Dustin. Danke, Bell. Und du musst noch mal bitte auf die nächsten Seiten gucken. Du kriegst nämlich 30 Punkte, die du auf motorische Talente verteilen darfst. Das ist jemand anders. Was? Musst zuhören. 30 Punkte, die du auf motorische Talente verteilen darfst. Ja, das auf der nächsten Seite, das hatte ich auch gesagt. Wegen Motor, ne? 30 auf motorische Talente. Also kannst du hier einfach, schreib dir 30 auf motorische, weil da werden die alle gleich reingeschrieben. 30 auf motorische. Ja. 10 auf körperliche. Auf körperliche. Genau, und dann kriegst du plus 5 Variablen in Absprache, aber das ist das Hobby, das machen wir gleich. Okay. Und du musst ein negatives Spezifika, als Spezifikum, ein negatives Spezifikum musst du nehmen. Das aus geistige Talente. Das kannst du hier raussuchen. Also du kannst noch mehr oder weniger, das erkläre ich euch gleich nochmal mit denen. Das war jetzt nur erstmal. Genau. Okay, vielleicht noch kurz zwei interessante Infos, weil ich ein paar strange Hobbys habe. In dieser Welt Glasblasen. Einfach bin ich schon in Kindheit früh drauf gestoßen, weil ich meine Mutter immer mit hochrotem Kopf erwischt habe, sie immer gesagt hat, sie war gerade Glasblasen. Und da habe ich ja einfach ein Interesse für entwickelt.
bin also an der gesamten Kunst der Glasbläserei sehr interessiert. Ja. Kann das auch selber, wenn man mir ja, mit dem Glasnost zum Beispiel ist ja auch. Ist auch in Russland, ja. Genau, ja. Ist schon der zweite, ich mache mir jetzt eine Strichliste. Und ja, genau. Und außerdem habe ich ein Faible für Raupen, weil ich das schön finde, dass Raupen sich weiterentwickeln in Schmetterlinge. Mhm. Manche auch in Krokodile. Schmetterlinge. Was viele nicht wissen. Manche Raupen, die es nicht ganz gebacken kriegen, werden Krokodile. Ja, so kleine. Oder wachsen die kleinen dann nochmal? Ja, wollen wir erstmal weitermachen, bevor wir. Aber das ist ein anderes Thema, aber ja. Das ist auch so ein Hobby, das ich mich okay, okay, cool. Ich finde das sehr interessant, weil ich war auch mal im früheren Leben Meeresbiologe. Mhm. Insofern ist da eine gewisse. Ein Interesse für die Biologie ist da. Brüder. Hast so. Du nicht irgendwas zum Thema Raupenüberfall oder so? Doch, es ist. Wie nennt man mehrere Raupen nebeneinander? Raubzug könnte man, also aber das ist ja das schon, ne? Ja. Aber so, das, halber. Ja. Du musst mir noch einmal kurz zuhören. Alle deine Attribute auf der ersten Seite, bis auf die Lebensenergie und die mentale Belastbarkeit, wären jetzt auf 8. Ja. Das hört mal alle ganz zu, kurz, weil das wichtig, dann könnt ihr eine Sache sagen, ja. Wenn Raupen ihrem Körper zu viel zumuten, dann begehen sie Raubbau an dem Körper. Das ist korrekt. So viel Zeit muss sein. Das muss sein. Ja. Ja, der war dieser wichtig. Einschub. Jetzt erzähl doch bitte weiter. So, ihr müsst alle einmal kurz zuhören. Alle eure Attribute auf der ersten Seite. Aber ist ein Raub auch ein Raubtier? Alle eure Attribute auf der ersten Seite sind auf 8. Das raub ich kaum. Von Haus aus. Ja. Was? Auf 8? Alle auf 8? Du hast ja jetzt schon gesagt, das Körperkraft auf 11 und auf 13. Was? Okay. Die lässt du da auch. Okay. Aber grundsätzlich erstmal alle auf 8. Genau. Alles? Auch Attacke, Nahkampf, Parade, Attacke. Nee, das wird ausgerechnet. Okay. Nur die Attribute, die sind da links. Okay. So, dann. Weißt du, was Sinn macht? Okay. Wenn man das, das gar nicht die 8 ausschreibt, sondern mit so Strichen macht. Das wäre so. Weil da kommt ja noch was hinzu. Ja. Ja. Ich würde gerne einen Witz drüber machen, aber es würde ich sagen. Ja, tut mir leid. Ihr dürft gleich 14 Punkte verteilen auf diese Attribute, aber von 1 bis 14 kostet das einen Punkt. Ab 14 aufwärts, also ihr wollt quasi 14 auf 15 steigern, kostet das 2 Punkte und über 17 kostet das 3 Punkte. Das ist ungeheuerlich. 15? Und ihr bekommt für euren Beruf gleich noch Sachen dazu, die hast du ja schon bekommen. Darum hast du 2 Talente jetzt schon ab höher. Ab 17, 3 Punkte. Moment. Genau. Ich helfe euch damit auch gleich ja nochmal. Ich mache das nur damit, wenn du jetzt gleich fertig mit Beschreiben bist, kannst du schon mal deinen Charakter bauen. Mentale Belastbarkeit auch erstmal 8 noch, oder? Mhm. Ja, ist überall 8. Kannst 14 Punkte noch verteilen. Ach so. Aber wenn der Punkt, wenn deine Attribute den Wert, also bis zum 14 kostet es einen Punkt, um sie zu steigern, ab 15 und 16 kosten 2 Punkte und ab 17 3 Punkte. Aber genau. Ich kann 14 verteilen. Okay. Ja. Also 17 auf 18, 18 auf 19 kosten 3 Punkte. Okay, wie viel, aber 17 kannst du auf 20. Wie viel kommen noch dazu erstmal? Ihr dürft insgesamt noch 14 drauf machen. Ach, wie viel ihr dazu bekommt, verteilt die noch nicht, weil das erfahrt ihr gleich von mir. Ja. Deine Etienne Raupe. Darf jetzt schon verteilen. So, okay. Meine Raupe? Kann die kämpfen? Ist die. Warte mal, ich hab's mir auf dem Raubbein. Budi, wer bist du heute Abend? Ich wusste nicht, dass einer kommt. Ich habe ihn noch angekündigt. Der Abstand der Härteste von uns. Ich musste nachlesen. Ich möchte mich entschuldigen. Mit Abstand der Älteste von uns. Mhm. Und Eddie hat das nicht klar gesagt, wir sind tatsächlich alles, wir vier sind alle Brüder. Wir gehören schon alle zusammen. Wir sind das ist, glaube ich, kein Bruder. Ja. Ich will es nur einmal nochmal klar und deutlich gesagt haben. Wir haben es auch. Ich glaube, so richtig deutlich haben wir das nicht gesagt. Wir sind alle zusammen aufgewachsen. Mhm. Und mein Name ist Bordeaux. Bordeaux Bobo. Gerne Rotwein? Bordeaux Bobo. Und du bist Oleg Bobo. Bordeaux. Er hat einen eigenen. Manche Leute kommen auf mich zu und sagen, ich habe das Borderline-Syndrom, weil ich nämlich sehr aggressiv manchmal bin und manchmal aber auch gar nicht. Mhm. Warum bin ich manchmal sehr aggressiv? Naja, ich bin als Ältester geboren, gerade so in einer Zeit, wo es sehr schwer war, wo die Welt ist ja eh ganz kaputt gegangen. Also meine Versorgung war am Anfang nicht so gut als Kleinkind. Deswegen bin ich nur 1,35 Meter groß. Ich wurde ziemlich viel gehänselt auch. Sehr klein, Budi. Es ist sehr klein. Ich sag ich ja. Wirklich, sag ich wirklich sehr klein. Ja, sag ich weniger 4. Tut mir leid für alle 1,35. Es ist auch, es soll auch keine Beleidigung. Es soll keine Beleidigung sein, ganz wichtig. Ich bin trotzdem, ich bin halt wirklich klein, kompakt, sehr klein. Klein. Ich habe irgendwann in meiner Kindheit ein Buch gefunden. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Mhm. Mein Leben habe ich immer versucht, mich zu verteidigen als Kleiner und bin deswegen ultra stark. Also ich habe sehr viele Kraft reingesetzt. Was hast du gesagt, du hast ein Buch gefunden? In dem Buch, das war ein Comic, da habe ich eine Figur gesehen und die hat mein Leben verändert.
Das war, das wissen wir, es war ein Marvel-Comic, was so fetzlich da war, ich konnte es ja nicht lesen. Und da war ein Superheld drin, für mich war der halt gut, und das war der Juggernaut. Und der sah halt so lustig aus, deswegen habe ich wirklich mir Eimer gesucht und einen Wok gefunden. Und dann habe ich mir selber einen Helm gebaut wie Juggernaut. Hm. Das war mein Vorbild, ich wollte so stark sein, dass ich Wände. Zeig auf dem Bild, das sieht auf deinem Bild, ach, da haben wir es schon. Genau. Boah. Der Helm ist wirklich sehr geil. Ich bin so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein aggressiver Chihuahua. Also, ne, das Tattoo ist auch sehr schön. Haben wir Eddie eigentlich eben gesehen? Haben wir den? Ja, okay, gut. Gut, dann ist gut. Ich bin der Älteste, ich will immer vorne weg. Ich will immer sagen, wo es lang geht. Mhm. Ich bin halt sehr langsam. Ich fordere auch den Jungs immer auf, wir haben ja zusammen auch trainiert. Eine Attacke ist zum Beispiel, dass man mich werfen kann. Mhm. Man kann mich sehr hart werfen. Ich habe auch diesen Stahlhelm, das heißt, das, ne, das ist ein guter Move im Wrestling. Aber du bist schon stark trotzdem. Ich bin sehr, du bist sehr nur stark. Klein, bin aber sehr stark. Klein, aber sehr stark. Also hast du wahrscheinlich wenig Ausdauer, aber viel Stärke. Ja. Genau, okay. Genau. Und, was also als Beruf, Tipp, das wäre, was das widerspiegelt in diesem Regelwerk. Und mein Beruf ist, ich kann zwar nicht lesen, nicht schreiben, ich möchte Leader sein. Also Führung, Führung in dem Sinne. Ob ich es kann oder nicht, sind andere Sachen, sonst bin ich halt ein Tank. Ein klein, sehr kleiner ja, Tank. Ja, also bei dir würde ich jetzt sagen, du bist halt Sportler. Ja, geht auch. Also du bist halt, wenn du Wrestler bist, das wäre ja Sportler. Kampfsportler, Sportler. Also würde jetzt am meisten Sinn machen. Ja, wenn du jetzt sagst, klar, du kannst natürlich sagen, ich will militärische Berufe, aber das macht nicht so richtig Sinn, weil du halt keine militärische Laufbahn. Ich bin schon ein sehr guter Wrestler, ne? Ja, aber du hast halt nichts Vergleichbares. Militärische Laufbahn heißt für mich auch wirklich mit Drill und ich habe die Möglichkeit, an Wissen ranzukommen, wie zum Beispiel, ich kann Sanitäter werden. Ich bin auf jeden Fall der Liebling von unserem Ziehwrestler-Vater gewesen. Ja, der hat mir schon alles beigebracht. Was du machen willst, passt auch besser in körperliche. Ich hatte ganz intime Momente mit dem. Hättest du noch nicht mal mit deinem. Der hat, also nee. Hallo, der hat mir, okay. der hat den Move beigebracht. Der hat mich immer weggeworfen. Du hast den einzigen Wok, den die Familie hatte, zerschnitten und auf sie auf den Kopf gesetzt. Weißt du, wie das aussieht für den Vater? Was der gedacht hat. Guck dir an, wie das jetzt schon wieder abgeht. Dein Charakter hat Körperkraft schon mal 13 auf jeden Fall und Ausdauer 11. Ja. Weil wir dich in körperliche Berufe gepackt haben, hast du außerdem 30 Punkte, die du auf körperliche Talente vergeben darfst, 10 auf motorische Talente. Hier ist übrigens eine Liste mit den Talenten. Glückwunsch. 10 auf motorische Talente und 5 Punkte darfst du noch variabel in Absprache vergeben. Cool. Gleich nochmal meinen Laptop aufklappen, weil ich noch. Hab ich hier auch drin. Ach, ist ja alles. Oh, ist ein Traum. Ist ein Traum. Also, ich bin der Älteste und der Kleinste. Und du musst ein negatives Spezifikum aus der Gruppe geistige Talente gleich nehmen. Okay. Du darfst mehr nehmen oder weniger, aber du musst eins aus negatives aus geistige Talente. Ich mir gleich an, ja. Okay. Gut. Dann, danke. Eddie. Entschuldigung. Nils, wer bist du? Ja, schönen guten Abend. Ich bin Brontus. Und Brontus ist ein massiver Mensch. Er ist unglaublich groß und breit, unfassbar stark. Und er hat als Kind schon immer drunter gelitten, weil es so einen Kontrast gibt aus seinem Erscheinungsbild, was ja einfach er ist ein unfassbarer Berg von einem Mensch. Mhm. Aber er ist gleichzeitig eine ganz zarte Seele. Mhm. Und die Leute waren immer schon sehr eingeschüchtert, haben ihn teilweise auch gehänselt, eben aufgrund seiner unfassbaren Erscheinung. Und unfassbare Erscheinung. Er ist aber selbst sehr harmoniesüchtig. Und er sieht zwar aus wie jemand, und er ist auch jemand, der theoretisch mit dem kleinen Finger Knochen brechen kann, aber eigentlich will er das gar nicht. Eigentlich ist er immer auf der Suche nach Harmonie und sobald es irgendwie Stress gibt, fühlt er sich total unwohl. Das war gerade, geht er Konflikten aus dem Weg auch dann gezielt? Ja, er versucht immer zu schlichten und wenn er merkt, okay, es gab ja auch immer so zwischen den Brüdern, gerade wenn es nicht genug zu essen gab und so, gibt es ganz oft Kabbeleien, weil sie sind auch Wrestler, natürlich gibt es dann auch mal außerhalb des Rings Streit und er hat dann immer versucht zu schlichten und so, weil ihm das irgendwie wichtig ist, das stresst ihn total, irgendwie der Streit untereinander. Und er ist aber so, wenn es keinen anderen Ausweg gibt, wenn er merkt, okay, pass auf, ey, es wird wirklich bedrohlich, dann ist er halt kein Weichei, also dann kann er halt richtig losklotzen. Und wenn er aber halt losklotzt, da wächst auch nichts mehr. So. Okay. Er ist einfach so ein unfassbares Wesen, was eigentlich Aber er ist schon eher ein sozialer Typ. Ja, was das angeht, ja. Genau. Und weil dann würde ich dich jetzt ja? So erstmal wahrscheinlich in, das heißt hier jetzt noch Kundenkontaktberufe, aber macht halt am meisten Kundenkontakt. Sinn. Ja, er ist halt aber man muss jetzt, ist natürlich von dem Regelwerk, ist alles ein paar Jahre vorher, muss jetzt ein bisschen sein Hirn anmachen, um die Charaktere zu bauen. Also er ist auch so, dass er ein bisschen grobmotorisch ist, also ist zum Beispiel so, wenn, also Eddie als Kind hat man schon viel gebastelt und
ich wollte dann immer dabei sein, irgendwie gucken, was machst du da, und hab dabei aus Versehen immer alles kaputt gemacht. Och, nicht schon wieder angefasst. Und dann war er immer so genervt und das fand ich dann total traurig. Also ich mach manchmal echt Sachen aus Versehen kaputt, obwohl ich es nicht will, weil ich einfach zu stark bin, glaube ich. Aber ich versuche auch mich innerlich zu stabilisieren und ich folge so, so einem Zen-Meister. Also ich habe so Bücher gefunden, wo so ganz viele schlaue Sprüche drin waren. Ja. Und das sind die Lehren des Karl Ender heißt er. Und der Karl Ender hat ganz viele so Bücher rausgebracht, auch so mit beruhigenden Bildern drauf. Und da waren immer ganz viele so Sprüche drauf, die sozusagen. Wie viel hat er rausgebracht? So? Jedes Jahr eins. Also der hat wirklich jedes Jahr einen. Seiten? Meistens 12. Aber teilweise auch 365. Krass. Also die langen Bücher haben 365 Seiten, die kurzen 12, meistens auch pro Jahr eins. Also viel geschrieben und ist echt alt geworden. Teilweise über, also nach meinen Recherchen muss der mehrere hundert Jahre alt geworden sein. Und ich, also diese Sprüche haben mich total geprägt. Die haben mir so, so einen Halt gegeben. Und wenn es hier irgendwie Streit gibt, dann spreche ich diese Sprüche auch aus und versuche die anderen Leute auch irgendwie dazu zu bringen, die Weisheit denn dazu. Genau. Ansonsten habe ich mich der Tierwelt zugewandt, als ich gemerkt habe, dass ich durch meine Tollpatschigkeit oder Grobmotorik sozusagen auch hier also abgelehnt werde, habe ich meine Ruhe auch so in den Tieren gefunden und bin voll fasziniert irgendwie von der Friedfertigkeit und der Niedlichkeit und dem fragilen Dasein der Tiere und habe teilweise also in meiner Achselhöhle teilweise auch Leuten erlaubt zu nisten und so. Ja, das ist einfach der Sanftmut der Natur ist einfach etwas, mit dem ich total gut klarkomme. Genau, ich glaube, das war's, oder? Hast du noch Fragen? Nö, dein Charakter ist extrem vielseitig, ne? Er ist unfassbar. Also, das klingt jetzt so, weil ich würde ihn jetzt in arbeitslose Schüler und Studenten packen. Ja, das ist die Gruppe. Ja, ist halt die Gruppe für alle, die quasi alles so ein bisschen können wollen. Ja, er kann ja eigentlich nicht so viel. Ich glaube, du täuschst dich so ein bisschen. Er kann ja nicht so viel. Was ist denn was wäre sein Beruf gewesen in unserer Zeit? Türsteher, vielleicht. Aber jemand, also. Ja, das wäre ein körperlicher Beruf. Naja, also das eine, was man kann, und das andere, was man will. Ja. So. Und er kann natürlich körperlich diese körperliche Kraft und so weiter. Also als Wrestler ist er schon gut aufgehoben. Aber er ist eigentlich eher, wie gesagt, eher jemand, er ist ja nicht jetzt besonders schlau oder besonders irgendwas, sondern das ist ja, ich finde ihn gar nicht so vielseitig, ehrlich gesagt. Er kann jetzt nicht. Okay, so ja, das klang nur für mich erst so. Nö. Deswegen. Also er kann nicht gut manipulieren, er kann nicht gut lügen, er kann nicht gut Mechanik, er kann nicht gut programmieren, er kann nicht gut, also weiß nicht, er ist nicht so gut, er kann gut beruhigen. Was er sehr gut kann, ist beruhigen. Da ist er schon richtig imbar. Also teilweise, wenn Leute wütend sind, dann beruhigt er die aus Versehen und dann sind die auf einmal total lampfromm. Also ist er eher, es klingt schon sehr sozial. Ich würde ihn deswegen, ich habe das hier Kundenkontaktberufe genannt, das oder denkende Berufe. Und denken macht keinen Sinn, weil das sind eigentlich. Ja, das sind diese Buchhalter, Anwälte, Lehrer. Weil die haben. Ja. Nee, das passt schon. Ich würde dich jetzt in Kundenkontaktberufe packen. Dann ist sozial deine stärkste Gruppe. Damit würde dein Charme auf 13 steigen. Okay. Und deine Geschicklichkeit auf 11. Geschicklichkeit auf 11 und Charme auf 13. Okay, aber was ist mit der Körperkraft? Die kannst du ja gleich selber steigern. Okay. Na, dein Charakter ist halt. Sticht halt heraus durch einzelne Merkmale, die kannst du ja selber noch verteilen. Ja, okay. Kundenkontaktberufe haben außerdem 30 Punkte auf soziale Talente, 10 Punkte auf motorische Talente. Warte mal, das muss ich mal hier. Und dieses 5 Variablen Absprache, das habt ihr aber alle. Das ist eher, ja, können wir gleich nochmal, bei dir wäre zum Beispiel Glasbläserei, weil ich sagen würde, das wäre bei dir fast mehr als ein Hobby. So, das heißt, da würde es 5 und zusätzlich kann man auch noch Hobbys haben. Also plus 30 Soziales? Ja, plus 30 auf soziale, 10 auf motorische und 5 Variablen Absprache. Plus 5 Variablen. Ja, vielen Dank. So. Und dann könnt ihr gleich einen schon mal loslegen, beziehungsweise es fehlt nur noch Simon. Ja. Aber bevor wir mit dem loslegen, machen wir eine kurze Werbepause. Wir sind gleich wieder da, dann erfahren wir, was Simon macht und dann bauen wir so richtig los. Dann erkläre ich euch, wie ihr eure Punkte jetzt ausgeben könnt und dann erfahren wir, was ihr eigentlich alles so auf dem Kasten habt. Also, bis gleich. Hey.
Herzlich willkommen zum einzig wahren Spitze Stifte. Tierspunk wird heute gespielt. Wir sind noch in der Pre-Show und bauen unsere Charaktere. Simon hat noch nicht erzählt, wer heute Abend sein wird. Die anderen basteln schon so ein bisschen drauf los. Ihr könnt euch schon mal halt was überlegen. Ihr könnt eure Attribute schon mal vergeben. Wir gehen aber gleich auch noch mal gemeinsam die ganzen Talente durch. Also ich erzähle euch noch mal, welche Sinn machen könnten, welche keinen Sinn machen. Wo schreiben wir Hobbys hin? Das sind auch Talente einfach. Aber die schreibt hier was. Kannst du schon mal vermerken, aber am Ende ist das einfach auch ein Talent. So, Simon, wer bist du heute Abend? Ich bin Olaf. Und Olaf ist der längste der Gruppe, auf jeden Fall. Ich bin, weiß nicht, offen gesagt weiß ich gar nicht, wir haben unser Alter noch gar nicht verglichen, ob ich vielleicht doch der Älteste bin. Wahrscheinlich nicht, ich bin 28. War früher irgendwie, habe ich mir eingebildet, ich bin Meeresbiologe. Mhm. Und ich habe auch die ganze Zeit, du hast mich drauf gebracht, mhm. ich habe so ein Fischglas dabei. Ein klassisches Fischglas unterm Arm die ganze Zeit, da ist mein Hummer Helmut drin. Das ist mein Freund und mein Haustier. Und das habe ich mal gucken, wie lange ich behalte. Also, wie lange ich wäre sehr stolz, wenn ich es durchs Abenteuer durchtransportieren könnte. Trägst du das? Ich muss es ja irgendwie tragen, vielleicht habe ich einen gewissen Gurt. Aber das hätte ich jetzt gefragt, hast du einen Gurt? Ja, also es wäre lustiger fürs Abenteuer, wenn ich es die ganze Zeit tragen würde. Ne? Ich würde so den Hummer Helmut erlauben, weil er bis jetzt noch keine Superfähigkeit hat. Es wird noch schwieriger, weil während ich dieses Glas trage, habe ich die ganze Zeit Öl auf der Haut, weil ich eher Wrestler bin und ich lebe das Wrestling. Für mich ist das nicht einfach nur so ein Hobby. Für mich ist das wirklich eine Berufung, Alter, eine Lebenseinstellung. Wrestling ist das Ding. Und zusammen mit meinen Brüdern, die ich natürlich sehr liebe, auch wenn sie natürlich ganz ein bisschen edgy sind, habe ich den Traum, dass wir so eine richtig schöne Wrestling-Familie sind, dass wir so ein Tag-Team, also ich bin auch so ein bisschen derjenige, der immer alle zwingt, dass wir uns Tag-Team-Moves ausdenken. Ich habe da durchaus mir auch schon einige mit den Leuten irgendwie überlegt, die wir machen können, die noch brachialer werden, wo wir meine unendliche Länge und deine Quadratigkeit oder auch deine Stärke, ne, oder deine Russenhaftigkeit, dass wir die einfach benutzen für irgendwelche Tag-Team-Moves. Was gibt's noch zu sagen? Vieles wurde ja schon gesagt. Ich habe auch noch den Traum, dass ich irgendwann mein eigenes Öl rausbringe. Oil of Olaf. Fisch, Öl und gleichzeitig Massageöl. Also zum Kochen und Massieren. Das ist so der Traum für langfristig. Ne? Und ich bin immer permanent und massieren, weil ich das brauche fürs Wrestling, damit man mich nicht grappeln kann. Ich habe Angst, dass man mich festhält und ich glitsche. Ne? Irgendwie, so kann ich rausglitschen. Und das lässt sich für Moves einsetzen. Ich habe noch eine Sache. Du bist doch sehr haarig. Ich kann mich an deine Haare festhalten. Dann kann ich am Bart festhalten. Ich bin tatsächlich komplett rasiert, damit ich noch glitschiger werde. Aber ich habe einen Bart. Also wenn, habe ich dir noch beigebracht, in all den Trainingsstunden nur am Bart festhalten. Taro, ja. Für den Schwung. So, ich habe mir irgendwann aus, auch weil ich fühle mich nicht wohl, weil ich so ein Dürrer bin. Ne? Und die sind alle, alle sind sie dicker als ich, stärker als ich. Sie können es einfach mehr. Und ich habe wahrscheinlich zu viele weiße Blutkörperchen. Also ich kann essen, was ich will. Ich habe alles versucht. Ich nehme einfach nicht zu. Deswegen habe ich mir so, es heißt Smart Stahl, wurde es mir so verkauft. Einfach so dicke Stahlumpen habe ich mir in den Bizeps bauen lassen. Und damit kann ich auch einige Moves machen, glaubt man gar nicht. Wer weiß, wann ich daran antibakteriell zugrunde gehe, aber aktuell fühle ich mich noch ziemlich cool mit den Dingern. Ja, das sieht man auch. Das ist ein Selfie, da ging es mir nicht so gut. Aber das mit dem Öl sieht man, es ist sehr schwierig, an mich ranzukommen, weil ich immer so eine Pfütze aus Öl um mich herum habe. Das sind die Backsteine in deinen Armen. Das sind so Smart Stahl. Ja. Hier. Smart Stahl, ja. Das definiert mich. Stahl und Fischöl und meine Brüder und der Hummer, der Helmut. Viel mehr habe ich nicht. Wir können gerne kurz drüber reden, du kannst mir das ausreden. Viel mehr habe ich nicht. Finde ich schon gut. Nee, viel mehr habe ich gar nicht. Ich habe immer ölige Hände. Ich rieche immer. Das heißt also zwei Nachteile. Als Vorteil würde ich irgendwie gerne Hummer Helmut haben, weil ich kann mir vorstellen, dass mit denen vielleicht. Also die beiden irgendwas. Gegen den würde ich sagen, würde gehen, ja. Ich habe aber auch noch Improvisationstalent, weil ich glaube, ich sehe mich auch als so der Taktiker, der sich so rausschlängelt aus so einem Griff. Hummer muss doch die ganze Zeit im Wasser sein. Oder? Ich habe ja hier deswegen mein kleines Du musst die halt, die ganzen Glas. Attribute musst du einmal gucken, was die dir geben oder was die kosten. Ne? Du musst die bezahlen. Ja. Aber Nachteile will ich ja gar nicht bezahlen. Kann ich dann. Achso, Nachteile kriegst du Punkte zurück, genau. Wenn du einen Nachteil hast, dann kriegst du. Was krieg ich denn für ölige Hände? Und fünf. Für Fischgeruch? Ölige Hände ist schon krass, würdest du 5 kriegen. Fischgeruch würde ich dir 3 geben, genau. Plus 5 und plus 3. Okay, now we're talking. Und der Helmut, was kann der dann? Ja, der kostet halt was, aber da muss er auch was können. Ja, aber wenn der zum Beispiel nur mal so, ich nehme ihn und ich werfe ihn, und weil ich das oft gemacht habe, kann ich das. Und ich treffe den Feind direkt ins Ohr. Und Helmut, ja, du musst schon noch zielen, aber ich würde sagen, dass er zukneifen kann, ja, okay. Der kann ihn ja einfach taub machen. Also er kneift in den Gehörgang. Na, er kneift ihm auch das ganze Ohr weg. Also. Okay, ja. Es ist ein Todes. Ah, okay. Wie kriegst du Helmut denn wieder? Ist natürlich die Gefahr, dass die Person den er vergreift und tötet. Ja, nicht, wenn sie tot ist. Du hörst mir offensichtlich nicht zu. Offensichtlich nicht. Man könnte sagen, dass der Hummer den Gleichgewichtssinn im Ohr zertrümmert, sodass
die Person ins Taumeln gerät. Und der Hummer kann nicht ins Ohr greifen. Und das war aber die Idee, dass er da so reinglitscht und dann mit der Kralle. Ja, aber das ist ja Hummer. Okay, es wird mir zu spezifisch. Also kneifen und Schaden machen finde ich noch okay, aber ins Ohr greifen, den Gehörgang zerstören. Okay, sag mal so, gäbe es Möglichkeiten im Abenteuer, wo ein kleines Tier, das so ein bisschen trainiert ist, in irgendeiner Form behilflich wäre? Ist immer nützlich. Ja, geil, dann machen wir das. Komm, wir gucken mal. Es ist doch auch so ein bisschen Jake the Snake Roberts mäßig. Der hat doch auch immer die Schlange da am Ring gehabt und die Leute hatten einfach nur Schiss vor der Schlange. Und dann konnte er die vermöbeln. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, der Hummer natürlich irgendeinen gewissen, der schindet halt Eindruck so, ne? Also du hast halt einen beschissenen Hummer auf der Schulter. Okay, ich halte ihn dann so. Die meisten Leute haben erstens noch nie einen Hummer gesehen und zwar hat er zwei riesige Messer als Arme in deren Augen. Ah, das ist gut. Wir haben ihm so Messer angetaped. Mit so mit Duct Tape haben wir ihn so Wer hat doch Messer von Natur aus. Messer, ja, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Haie brauchen noch Laser am Kopf. Knife and Knife. Knife and Knife. Okay, der kostet dich aber 8 Punkte. Der kostet halt so viel wie die ersten beiden. Genau, okay. Genau. Soll ich dann, okay, Improvisationstalent und Tag Team, Wrestling Moves, die machen. Wichtig ist, was wäre denn jetzt nach deiner Einschätzung in der heutigen Zeit dein Beruf gewesen? Naja, es ist so ein bisschen, da ich natürlich den Wunsch habe, so am Wasser zu sein und mit dem Fischöl und so. Und ich bin halt ein Kind des Meeres schon, das ist klar. Und das Fischöl ist vielleicht auch nur ein Grund, um mich irgendwie ans Maritime zu erinnern. Insofern würde ich sagen, ich war Meeresbiologe. Wenn du jetzt sagst, das ist aber blöd, weil es gab keine in der Zeit, verstehe ich das. Ich habe nicht dran gedacht. Nee, ich würde dich halt, du musst jetzt nicht, das muss jetzt auch nicht dein Beruf sein, aber dann würde ich dich jetzt in denkende Berufe packen. Dann wärst du halt ein smarter Typ. Aber ich sehe mich, naja, smart nicht. Genau, das ist meine Frage. Nee. Ich bin jetzt auch nicht, er ist nicht dumm, er ist auch nicht smart, er ist einfach wirklich so mit der typische Lulatsch in der Mitte, der halt irgendwie schon mit allem kann. Ich will eigentlich, dass alle happy sind. Ich habe schon auch meine eigenen Pläne, aber ich kann mich durchaus unterordnen. Ich bin so die personifizierte Nummer 2 oder auch 3. Okay, dann würde ich dich in arbeitslose Schüler und Studenten packen, weil dann hast du von allen, ein bisschen was. Das ist für eine Gruppe immer ganz gut, wenn man einen hat, der so im Notfall irgendwas einspringen kann. Jetzt aber schon 2 Arbeitslose und Studenten. Sonst hat das niemand bekommen. Weißt du das nicht? Nee, hat sonst keiner bekommen. Das bedeutet, du bekommst, deine Ausdauer steigt auf 11, dein Charme steigt auf 11, denn wie jeder weiß, sind Obdachlose wirklich charmant. Deine Intelligenz steigt auf 9. Und deine Geschicklichkeit steigt auf 9. Ich finde auch gut, dass ich arbeitslose Schüler und Studenten als eine Gruppe gemacht habe. Ja, super, okay. Und was steigt auf 9, das letzte? Das letzte war deine Geschicklichkeit. Intelligenz und Geschicklichkeit auf 9. Ja. Außerdem. Ich habe meine Punkte aber jetzt auch schon verteilt, ne, darauf. Also diese 14 Punkte. Ja, dann kriegst du die, würdest du zurückkriegen, die Punkte, genau. Okay. So, jetzt. Geil, wichtig ist, wenn das so hochsteigt, wird es natürlich teurer, ne? Also das musst du im Kopf behalten. Die werden teurer. Ab 15 kostet es 2 Punkte, so ein Ding zu steigern. Ab 15 kostet 17, es 2. Genau. Ja, dann habe ich nur 16 Ausdauer. Okay, aber das reicht ja. Okay. Dann, also, arbeitslose Schüler und Studenten bekommen 10 Punkte auf soziale Talente. Jetzt musst du ein bisschen schreiben. Also nimm nur ein Stück Papier. Du musst eine ganze Menge schreiben jetzt. Echt? Ja, der kriegt auch eine ganze Menge Boni, aber halt kleinere als die anderen. Okay, ich gebe die mir. Schreibe ich mir die hier auf? Entschuldigung, wenn ich nochmal dumm frage. Ja, wo du willst erstmal. Ist jetzt. Ich würde es auf die linke Seite da schreiben und dann verteilst du die auch. Soziale Talente. Genau. 10 auf soziale, 10 auf geistige Talente, 10 auf motorische Talente, 5 auf körperliche Talente, 5 auf Waffen- und Kampftalente und 5 Punkte variabel in Absprache. Da würde ich übrigens auch mit euch allen nochmal gucken, dass ihr solltet alle halt irgendeinen Kampfskill haben. Ne? Das ist eine grausame Welt. So. Also, wenn ihr wresteln könnt, also ringen, cool, kann ich schon mit leben. Nur ist wichtig, dass jeder von euch, jede Gruppe hat theoretisch einen Kampfskill. Ja, ja. Nur benutzt den auch. Also das Ding, ein Faustkampf ist dann das, was wir alle haben als Wrestling. Okay, du musst ein negatives nach Wahl nehmen, das hast du schon gemacht. Und dann kriegst du noch plus 5 in Absprache. Also wird irgendwas, was Sinn macht. In deinem Fall wahrscheinlich Tierdressur. Ich würde gerne kurz. Okay. Aufruf an an die Leute machen, vielleicht übers Hashtag Oleg Hobbys ein paar Vorschläge zu schicken, weil mir fällt nichts ein. Mach noch Hashtag Spitze Stifte dazu. Damit ja, immer Spitze Stifte und Hashtag Oleg Hobbys. Ich gebe das gleich mal an, guck mal, was in der Pause, was da so für Vorschläge kommen. Das ist eine gute Idee, ja. Vielleicht haben die da draußen so ein paar Sachen, die mir fällt original nichts ein. Okay, und ich nehme Kampf. Wofür seid ihr denn da? Ich nehme auch Kampftaktiken für den Hummer, damit der Hauke da mir nicht ständig erzählen kann, das geht nicht und so. Gemeine, fiese, hinterhältige Kampftaktiken, wo ein Hummer richtig sinnvoll sein kann. So. Und Tag-Team-Moves, die können wir auch noch gebrauchen. Wir haben schon einige, aber wir nehmen noch mehr. Ist halt die Frage, ob die jetzt auch sozusagen gesondert als ein, mit einem gewissen Waffenskill auch funktionieren müssen. Ich weiß nicht, Hauke, sowas haben wir noch nie besprochen, so eine Art Team-Attacke. Wo man dann eine Vierer-Attacke. Ich finde, wir haben einen super Ultimate. Ja. So ein, wo findet man das denn?
Okay, mal einblenden. Wir blenden mal kurz was ein, was der User 3D-Cut vorbereitet hat. Ein sehr lustiges Bingo bekomme ich gerade aufs Ohr. Ja, ein Bingo. Loot, Loot. Es war, etwas wird cool das getan. Das hätten wir aber schon früher. Sind wir schon bei Bingo? Falle, etwas fällt runter. Brutaler Cliffhanger. Alle schreien. Kleines Mädchen taucht auf. Taktisches Öl. Wurf auf Zechen. Taktisches Öl. Plan wird abgeändert. Schlechter Wortwitz. Ja, Teamkill-Angriff, siehst du, der hat's auch drin. Also die Hälfte davon sind schlechte Wortwitze. Ja, das stimmt allerdings. Die Bobo-Schelle 4D. Was haltet ihr davon? Das könnte ein Fact-Team sein. 4D, weil wir. Warte mal, ich muss einfach mal Handy, das am einfachsten. Und wenn das dann auch einen vierfachen Schaden irgendwie oder irgendeinen Kombo-Faktor machen würde, Hauke, das wäre geil. Weil wir haben Moves, wo ich zum Beispiel mit Nils was mache, oder mit Woody. Das wären jetzt zwei unterschiedliche Moves, da musst du dann entscheiden, wie viel Schaden es wirklich macht. Ja, aber würde man dafür Moves so eine Art, könnte dann Woody auch noch mal würfeln oder so? Wenn man sowas zusammen. Ja, wenn ihr das gut beschreibt, ist das jetzt, würde ich schon sagen, ja, das geil ist theoretisch möglich, dass ihr so Combo-Moves macht. Ja, klar. Es kommt natürlich mal ein bisschen auf die Situation an. Ne? Wenn ihr mit zu viert da steht, mit Waffen bedroht werdet, dann müsstet ihr schon. Da würde ich sagen, okay, jetzt wird nicht mehr geredet, gebt euch mit Augenzeichen und schreibt alle auf, was ihr als nächstes. Das können wir machen. Das finde ich richtig gut. Wenn ihr sagt, wir wollen einen Combo-Move machen, erwarte ich von euch, dass ihr ohne miteinander noch zu reden oder mit nur einem simplen Kommando wisst, was jetzt passiert. Mit ihr schreibt einem, alle ja auf den Zettel, was ihr tut. Dann gebt ihr mir den und daraus machen wir einen Combo-Move. Ja, okay. Das dauert doch voll lang. Hä, wieso ist das kein Problem? Voll schnell. Du schreibst halt drauf einen Kick. Er schreibt drauf, ich werfe. Dann würde ich sagen, okay, er wirft dich, du kickst. Jemand anders, ich schrei zur Ablenkung. Dann, ja. Okay. Alter, du kennst den Quarter Pounder. So ein Special Move. Also, ja, Wurfkick. Sag mal, ich habe hier eine Liste mit Talenten. Die suche ich gerade. Ja, also das, wir haben auf jeden Fall das Todesrad. Das Todesrad wo quasi wir drei so eine Art Hamsterrad bilden oder Kugel und Buddy ist im Inneren und treibt die voran. Und damit überrollen wir einfach alles. Ja. Wir haben die Schleuder noch, wo ich dich, oder quetsche, wo ich dich, dich wie ein Geschoss aus meinen öligen Fäusten schieße. Genau. So, lass mal schnell weitermachen mit der Charaktererstellung, weil sonst kommen wir gar nicht voran. Also, ich habe euch jetzt schon gesagt, welche Punkte ihr bekommt. Jetzt kommen wir zu den Talenten. Es gibt quasi so standardmäßige Talente, die sind einmal auf diesen Zetteln, die da rumgehen. Ich lese euch die jetzt aber auch einfach mal vor, um so ein bisschen zu verdeutlichen, was hier eigentlich was ist. Unter körperlich zum Beispiel. Und auch hier wieder der Hinweis, wir können uns auch auf andere einigen. Das ist quasi ein grober Vorschlag, weil manche davon werden jetzt Sinn machen oder nicht. Die kann man jetzt austauschen und passen und an das Abenteuer anpassen. Und wenn ihr jetzt irgendwas habt, was total wichtig für euch ist, Glasbläserei ist hier natürlich jetzt nicht drauf zum Beispiel. Wenn du das jetzt haben möchtest, dann müssten wir es einfach dazu schreiben. Können wir aber machen. So, körperlich wäre zum Beispiel Ring, Faustkampf und Nahkampfwaffen stumpf. Bei beiden wäre es doppelt so teuer, das zu steigern. Es kostet zwei Punkte, das einen Punkt zu steigern. Das ist bei allen Kampftalenten so. Alle Kampftalente sind doppelt so teuer. Aber haben wir das nicht quasi? Kraft unseres Seins? Ringenfaustkampf. Also ich würde zum Beispiel sagen, würdet ihr jetzt sagen, variables Talent, würde ich bei euch allen sofort zulassen, dass ihr euch darauf fünf Punkte gebt. Ja, muss ja. Weil das halt Sinn macht. Weil ihr alle Wrestler habt, ihr da startet ihr da alle mit fünf quasi. Also Ringen-Faustkampf ist dann einfach. Ja, genau. Weil ihr alle Wrestler seid, dann würdet ihr da alle mit fünf starten. Das würde einfach Sinn machen. Mhm. Dann wäre dieses variable Talent nämlich schon mal abgehakt. Genau für sowas ist das halt. Zu sagen, okay, ich habe einen prägenden Eigenschaft. Dann ist hier zum Beispiel noch Schleichen, Springen, Klettern, Zechen, Werfen, Schwimmen, Schmerz ertragen, Immunsystem. Wenn ihr irgendwas davon nicht nehmt, gehe ich trotzdem davon aus. Immunsystem ist mein Hobby. Naja, Immunsystem hatten wir schon häufiger mal, dass es gewürfelt wird. Zum Beispiel, wenn du gebissen wirst von einem Infizierten, dann musst du auf Immunsystem würfeln. Ja. Okay. So, das heißt, es wirkt erstmal nutzlos, aber das kann den sofortigen Tod deines Charakters verhindern. Ja, dann nehme ich das auf jeden Fall. wenn ihr ein Talent gar nicht habt, dann gehe ich davon aus, sobald das über die grundlegendste Herausforderung hinausgeht, müsst ihr darauf würfeln oder ich erlaube euch nicht zu würfeln. Sagst du jedes Mal. Ich weiß. Aber du, ich sag alles jedes Mal und trotzdem kommt hier immer noch Überraschung manchmal. Mhm. So, nächste Talentgruppe. Kampf und Waffen. Wurfwaffen, Klingenwaffen, Schusswaffen, Pistolen, Schusswaffen, Gewehre, Bögen, Bogenbau und Pfeilmacherei. Wer würde sowas nehmen? Waffen reparieren, Schusswaffenbau, Kampfsport und Bombenbau. Ich nehm's schon mal vorweg, es gibt Bögen. Was? Es gibt Bögen in diesem Abenteuer. Was ist passiert in dieser Welt? Hat ihr ein Update erfahren? Waffen reparieren und Bombenbau würde ich mal bei mir dazu nehmen. Sehr gut. Kurze Frage, Wurfwaffen tatsächlich. Also ich werde das skillen, aber dadurch, dass ja ich als Person geworfen werde, müssten die anderen dann. Die würde ich eine Körperkraftprobe werfen lassen. Okay. Weil das einfach, ja.
Das ist halt stumpfes Heben, sozusagen. Nein, okay, bei mir ist es Flutschen. Was kriegt ihr jetzt auf den Wert? Waffen reparieren und Bomben bauen? Das müsst ihr gleich verteilen. Da vergebt ihr gleich Punkte. Ihr habt ja auf bestimmte Gruppen ist das motorisch Punkte bekommen. Oder Körper? Kampf und Waffen wäre das jetzt zum Beispiel. Da habe ich gar nichts. Mhm. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ihr kriegt gleich von mir noch auf jede Gruppe Punkte. Also ihr könnt auf jede, wir machen euch nämlich diesmal ein bisschen stärker, ihr kriegt auf jede Gruppe 10 als Grundwert. Mhm. Lass mir schon 30 auf motorisch und 10 auf körperlich geben. Genau, und ihr habt auf aller noch mal 10 obendrauf. Auf jede Gruppe. Ihr dürft in jeder Gruppe 10 Punkte vergeben. Yes, yes, yes. So, jetzt, ich lese noch mal motorisch vor, damit man noch eine Vorstellung hat, was das wäre. Da wäre zum Beispiel Mechanik und Basteln, was du ja zum Beispiel haben wolltest. Feuer machen, kochen, nähen, Fallen stellen, Nahkampfwaffen spitz. Das ist zum Beispiel wichtig, dass manche Waffen tauchen in anderen Gruppen auf. Weil ich sage, okay, Nahkampfwaffen spitz, das ist eher eine motorische Tätigkeit, als jetzt wirklich stumpfes Draufhauen oder Kampf und Waffen. Dann wäre hier Schnösser knacken, Wunden versorgen, Jagen und Fischen. So, es gibt nicht sowas wie Wildnisleben, das haben wir nicht, weil das wollen wir nicht unter ein allgemeines Talent haben. Aber jetzt in meinem Fall, also da hast du jetzt Sachen genannt, wo ich sagen würde, die würde ich halt mehr oder weniger schon gruppiert sehen. Mhm. Was denn? Ja, also zum Beispiel Waffen reparieren, Bomben bauen. Aber lass mich mal einmal alle vorlesen und dann können wir darüber diskutieren. Ja. Das ist am einfachsten, weil dann können alle schon mal verteilen. Geistige Talente wäre hier zum Beispiel Lesen und Schreiben, Mathematik, technisches Wissen, mechanisches Wissen, Überlebenstechniken, Spurenlesen, Botanik, Medizin, Chemie und Meteorologie. Letztes, soziale und gesellschaftliche, wäre sowas wie Überreden, Menschenkenntnis, Lügen, Beruhigen oder Angst lindern, Betören, Begeistern und Führen, Feilschen, Manipulieren, ländliches Wissen oder urbanes Wissen. Das werden jetzt erstmal alle vorgelesen. Die stehen? So. Mhm. Die stehen nochmal auf diesen Listen, genau. Ihr könnt aber auch theoretisch euch einfach welche ausdenken. Wenn ihr sagt, das halte ich für ein sinnvolles Talent, sagt mir, dass ihr das haben wollt, mhm, und dann sprechen wir durch, ob das Sinn macht oder nicht. Wichtig ist dabei, ich lehne natürlich alles ab, was einfach nur ein Versuch ist, ein Supertalent zu bauen. Irgendwas, was einfach immer für also sehr Wildnis ist. Kann ich sowas wie so eine Art als Wissenstalent lasse ich das durchgehen, aber nicht als motorisches. Zu wissen, wie man in der Natur überlebt, ist, ich guck Bear Grylls, aber ein Feuer gemacht haben, ist was anderes. Mhm. Kann ich sowas wie einen Teambuff haben als sozialen, also als Ältester? Na, du kannst ja soziales, ach, du möchtest den geben anführen, können? Oder? Sowas wie anführen. Na, das gibt's ja. Es gibt Begeistern und Führen als Talent bei Soziales. Oh, okay. Aber, also ich meine, Mechanik basteln ist ja schon ein Oberbegriff, ne? Mhm, genau. Inwiefern macht es denn dann Sinn, sowas dann, also Punkte dann zum Beispiel noch auf Waffen reparieren? Mhm. Weil angenommen, wir finden eine kaputte Waffe. Mhm. Ist, hier, ist ein sehr gutes Beispiel. Würde ich ja sagen, okay, ich versuche die zu reparieren mit Mechanik basteln. Ist hier jetzt auch ein gutes Beispiel, weil in unserer Welt gibt es ganz viele, ihr werdet Dinge finden, die heißen schon von sich aus improvisierte Waffe. Die würde ich dich mit Mechanik basteln reparieren lassen. Also ist ein guter Punkt. Weil das ist zum Beispiel in dieser Welt, Waffen reparieren, da sprechen wir von Hochfunktionswaffen. Ihr findet irgendwo ein Scharfschützengewehr aus der alten Welt. Da würde ich sagen, das ist nicht Mechanik basteln. Da muss man wissen, wie das funktioniert, um das reparieren zu können. Um aber irgendeine zusammengelötete Pistole, einen alten Bogen oder irgendwas zu reparieren, würde ich sagen, das kriegt man schon mit Mechanik basteln. Also für einen Bogen reicht Grundwissen Mechanik, würde genau ich auch sagen. Also bei Bogenbaufeilmacherei ist auch nur ein Talent, wenn ich sage, ich möchte die Dinger wirklich bauen und auch selber Pfeile bauen können. Mhm. Einen Bogen grundsätzlich reparieren mit Mechanik basteln, das kann man schon hinkriegen bei leichten Problemen. Das ist auch echt super einfach mit den Bögen. Ja. Also ja, genau. Gerade solche Fragen einfach stellen, weil das macht Sinn. In dieser Welt würde das keinen Sinn machen, zu sagen, Waffen reparieren. Das ist ein Talent, das Sinn machen kann. Ihr findet Waffen, bei denen das funktionieren würde, aber einen Großteil könnt ihr einfach so zusammenschustern. Wird Schlösser knacken nicht zusammengeschrieben? Weiß ich auch nicht. Gute Frage. Nun, nein. Nochmal ganz kurz, Ring- und Faustkampf gilt als Kampf. Ne? Das heißt, da kostet jeder Punkt 2. Genau, ne? Das ist, wenn dahinter nicht steht, auf was ihr würfeln müsst, mhm, dann wisst ihr automatisch, es ist ein Kampftalent. Okay, verstanden. In der Liste. Hier Kampf. Also, haben alle verstanden, ihr habt auf jedes 10 Punkte plus die Boni, die ich euch gegeben habe. Ich weiß, jetzt habe ich nochmal eine Frage. Sorry, auf jede Gruppe. Weil jetzt gibt es ja nochmal mechanisches Wissen. Mhm. Wann das kommt denn das dann? Du triffst halt genau die. Das ist auch so ein Überbleibsel aus der älteren Welt. Da gehen wir davon aus, ihr werdet in einer Umgebung, in der das wirklich. Du willst eine Tür reparieren und diese Tür ist ein. Oder eine Uhr reparieren. Und das ist ein aufwendiger Mechanismus. Dann reicht's nicht nur zu wissen, wie schraube ich das da rein, sondern ich muss verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Das würde ich hier jetzt rauslassen. Beide Talente braucht ihr nicht. Die würde, also hätte jetzt jemand von euch sich die gegeben, hätte ich gesagt, brauchst du nicht. Mach mal nicht mechanisches und nicht technisches Wissen. Okay.
Überlebenstechniken ist hier aber ein Beispiel, da würde ich sagen, ja, okay, damit ist euch bewusst, wie irgendwas geht. Ob das gelingt, wenn ihr das ausführt, ist eine andere Frage. Also, Überlebenstechniken heißt, ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Flasche an eine Birke hängen kann, wenn ich die angeschnitten habe, da kommt Wasser raus. Habe ich noch nie gemacht, kann also schief gehen, aber ich weiß zumindest, dass es geht. Dann hat man Birkenwasser. Korrekt. Das ist gesund. Ja. Alte Diskussion, Nahkampf und Kampfsport, wirklich sinnvoll, die auseinanderzuhalten? Oder reicht es, wenn ich sozusagen eine davon skill? Es reicht, wenn du eins davon skillst. Also beide sind nah an dem Gleichen. Außer ihr würdet jetzt einen Karatemeister treffen und müsst dem beweisen, was ihr drauf habt. Und der besteht darauf, dass ihr Kampfsport anwendet. Aber ja. Also wir haben ja Ring-Faustkampf extra, deswegen würde ich davon ausgehen, ja. Also ich konzentriere mich einfach auf eins pro Kategorie. Geht auch. Ihr erinnert, weil also ich habe einfach zu viele, also, weniges von dem passt so zu meinem Charakter. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, so, aber davon kann ich halt Wunden versorgen und urbanes Wissen. Wichtiger Hinweis hier nochmal: guckt dahinter, auf was ihr würfeln müsst. Ja, ich würde es dann einfach mir richtig hoch. Dann würde ich das nicht machen. Ja. Guckt einmal dahinter, auf was ihr würfeln müsst. Zum Beispiel Mechanik basteln. Muss ich auf Körperkraft, Geschicklichkeit würfeln. Das heißt, ich sollte die Werte auch alle hoch haben. Du bist auch flutschig. Das gehört, das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie euer Charakter funktioniert. Sag es besser nochmal bitte. Ja. Beispiel Mechanik basteln. Da müsste ich auf Körperkraft, Geschicklichkeit würfeln. Jetzt sollte ich diese Werte natürlich möglichst hoch haben und hab dann schon eine relativ hohe Chance, das zu schaffen. Wenn ich dann noch mehr Punkte drauf habe, dann darf ich die Punkte ja nachher benutzen, um meine Würfe auszugleichen in dem System. Mhm. Das bedeutet, manchmal seht ihr ein Talent, findet das verführerisch, guckt aber mal eben, ob euer Charakter das in Attributen auch widerspiegelt. Also wenn ihr euch was gebt, wo ihr zweimal auf Intelligenz würfeln müsst und ihr habt Intelligenz 8, dann könnt ihr euch schon denken, das schaffe ich sowieso nie. Da bringen mir 4 Punkte jetzt auch nicht viel. So, die Idee war quasi zu machen, dass es nicht so leicht ist, einen Charakter zu bauen, der nutzlos ist. Darum kriegt ihr so viel Boni auf bestimmt. Okay, also, dann kann ich meinen eigentlich gar nicht nehmen. Jetzt urbanes Wissen ist dann eigentlich Quatsch, ne, weil meiner hat keine mentale Belastbarkeit und auch keine. Genau, aber das ist ein wichtiger Punkt, dass du dann guckst, wie vergebe ich das. Reicht einfach nicht. Also deiner ist quasi am kompliziertesten zu bauen, weil du halt so viele Möglichkeiten hast. Bei den anderen ist das so, die Gruppen, worauf ihr die meisten Punkte habt, sind auch mit den Attributen verknüpft, auf die ihr eh schon Bonus bekommen habt. Um zu verhindern, dass ihr komplett unspielbar seid. Nahkampfwaffe Spitz ist Kampfwaffe oder was war das? Wenn ich jetzt hab Wunden versorgen, du meinst 10 ist Standard, ja? Ja, 10 kriegt ihr auf alle und dann den Bonus, den ich dir gesagt habe. Okay. Der Bonus bei mir, weil es ist ja motorisch, wäre der Bonus 10 auf motorische. Genau, du kriegst 10 auf motorisch, 10 auf geistig. Jetzt meintest du aber, ab 15 wird es gedoppelt, ne? Oder ab wann? Nee, das ist bei denen nicht. Hier ist egal, also sind 20. Hier ist egal, genau. Okay, außer es ist ein Kampftalent, das kostet doppelt so viel. 15 ist aber schon ein krasser Wert, da bist du schon echt gut, da kannst du schon viel ausgleichen. Ja, aber 20? Ja, das ist schon richtig krass. Ja, soll ich weniger nehmen? Ist, wenn du das richtig gut können willst, macht das Sinn. Aber das ist ein krasser Wert. Es gibt Lieder, die singen von einem Axtschwinger. Der 23 auf Axt hat. Ja, ne? Weit mehr. Mhm. Sehr gut. Stimmt, du hast irgendwie 46 auf Axt. Also ich mach mal das. War völlig absurd. Ich find's lustig, weil bei mir wird's schwieriger dadurch, dass ich ja ölige Hände habe. Also, ja. Gib mir 20, aber es wird schwierig, so, weil ich natürlich. Dann gehen wir noch mal schnell die Spezifika durch, weil wir haben nur noch so 5 Minuten. Ihr könnt aber gleich in der Pause auch noch ein bisschen an euren Charakteren rumbasteln. Die habt ihr alle gesehen, die Liste ging ja rum. Spezifika sind Vor- und Nachteile. Davon dürft ihr euch so viele kaufen mit euren Punkten, wie ihr wollt. Ihr dürft Punkte aus jeder Gruppe nehmen, um die zu kaufen. Quasi. Da steht dann minus 10 Punkte zum Beispiel. Dann kostet das 10 Punkte, sich das Talent zu holen. Wenn das ein Nachteil ist, steht dann Plus dahinter. Dann bekommt ihr die Punkte dafür, dass euch diesen Nachteil gibt. Mhm. Sturkopf zum Beispiel. Es ist mir ganz egal, was du sagst. Ich habe recht. Ein Spezifiker nehmen. Ich habe dir vorher gesagt, welches du nehmen musst aus welcher Gruppe. Bei dir war es, glaube ich, Geistige. Du musst ein Spezifiker aus der Gruppe. Oder warte, ich gucke nochmal nach. Entschuldige. Deins war handwerkliche Berufe, ne? Mhm. Du musst eins aus geistige Talente nehmen, genau. Das heißt, du musst irgendeins aus dieser Rubrik nehmen, die geistige. In deinem Fall wird hier angeboten zum Beispiel einmal der Schussel oder der Wirrwarr. Wirrwarr. Schussel ist, das kann halt sein, dass ich sage, ey, du kannst dich jetzt gerade einfach nicht erinnern. Das fällt dir einfach nicht ein. So. Oder ich erschwere dir eine Probe. Wirrwarr ist, manchmal bringst du etwas durcheinander, auch wenn man es besser nicht durcheinander bringen sollte. Das wurde korrigiert, geil. Das war vorher, auch wenn man es besser nicht bringen sollte, aber durcheinander. Das sind ja negative, aber hier gibt es ja auch positive. Also genau, Artenuss. Die Kostenpunkte, die kannst du kaufen für Punkte. Die kannst du halt vorne einsparen, dann kannst du dir die kaufen. Man siehst ja, wie teuer die sind. Harte Nuss ist zum Beispiel 10 Talentpunkte. Und die geben dann 3 Talentpunkte.
Talentpunkte auf geistige. Also ich habe eigentlich geistige ist eigentlich Quatsch. Da habe ich nee, auf alle. Wir machen das heute so, dass die auf alle. Die darfst du einsetzen, wo du willst. Okay. Genau. Ich habe mal eine Frage. Also ich hatte ja, wir hatten ja besprochen, ich mache Hau drauf, ne? Mhm. Und jetzt habe ich hier aber auch noch gelesen, hier Wurstfinger, ne? Mhm. Feinere Gerätschaften wollen einfach manchmal nicht so wie du. Ja. Das ist ja eigentlich auch quasi. Wäre ein guter Nachteil, um den dir zu geben, um extra Punkte zu kriegen. Ja, und also es macht ja eigentlich Sinn. Und Hau drauf gibt hier aber auch Talentpunkte. Mhm. Da steht aber stumpfe Waffen. Was steht da? Da steht wieder plus. Mehr Schaden. Dann kostet der. Das kostet was. Aber das macht keinen Sinn, weil. Ach so, nee, hast recht, ja. Ja, also hier steht plus, ich krieg plus 5 dazu. Das ist so ein Mischding. Das ist so ein typisches Beispiel für so einen Mischnachteil. Weil das natürlich gut sein kann und schlecht sein kann. Das meint in dem Fall auch, dass du zum Beispiel zuschlägst, einen Gegner spaltest und danach schlägst du aber weiter und schlägst den Boden kaputt und ihr fallt da durch. Ja, aber das kann in meinem Charakter auch durchaus schon mal passieren. Also das ist schon, glaube ich, authentisch. Das ist ein guter Nachteil. Und Wurstfinger ist ja genau das, was ich meinte, dass ich zum Beispiel, wenn Eddie irgendwas baut und ich will damit rumspielen, mache ich es aus Versehen kaputt oder sowas. Ja. Also diese Vor- und Nachteile sind auch vor allem für euch. Die spielt ihr vor allem aus. Ich werde nicht pausenlos da drauf gucken und gucken, habt ihr die nicht. Das ist für euch, um eurem Charakter mehr Tiefe zu geben und anzuregen, dass man einfach manchmal mit Absicht was falsch, doof oder auch besonders schlau macht. Ich hätte gerne, darf ich nur eine Frage? Ganz schnell noch. Ich würde gerne, weil der Typ halt so imposant aussieht, gibt es irgendein Spezifika, was. Nö, das könnten wir machen. Es gibt sowas, das heißt Promi-Bonus und sowas ähnliches willst du ja. Das kostet aber 10. Die sind relativ so. Also imposante Gestalt könnte man machen, würde ich aber 10 Punkte für haben wollen. Irgendwie. Weil das ist schon krass, ist halt ein krasser Vorteil. Wie nennst du es imposante Gestalt? Imposante Gestalt. Okay. Also nur nochmal, wir haben plus 10 auf alle diese Talente, kann ich jetzt auf geben. Auf alle Talentgruppen. Auf Gruppen, nicht also auf jedes Talent. Also insgesamt 10. Mhm. Nee, auf jede Gruppe 10. Ah, okay. Und dann noch mal die du gesagt hast. Genau, dann noch mal die ich gesagt habe, ja. Plus. Plus. Also ihr habt quasi 50 Punkte auf alle. Kannst du Kampfwaffen, ist das körperlich oder was? Wie? Kampfwaffen? Das ist eine eigene Gruppe. Und was ist körperlich? Oben. Körperlich ist körperliche auch, das körperlich ist auf der Seite davor, die Seite. Da gibt's noch einen. Oh, genau. Möchtest du sagen, habe ich das aber auch nicht gesehen. Da sind die körperlichen Teile. Hauke? Ja, ja schnell, weil wir haben glaube ich 5 Spezifika, die sich aber gegenseitig austödeln. Das geht ja. Ja, kann man ja mal, so. Aber sie ist passen halt zusammen. Doof zum Spielen. Das ist halt Schlüssel, Powerplay. Drauf, mehr Bums mit einem Bein auf der Hölle und Sturkopf. Das ist Powerplay? Also, wenn du jetzt sagst, die sollen sich komplett aushebeln, das ist Powerplay. Weil die Idee ist nicht, dass du besonders schnell die Punkte hin und her knüdelst, sondern also, oder meinst du, die hebeln sich inhaltlich aus oder von den Punkten? Von den Punkten. Ach so, das ist egal. Ich dachte jetzt, du hast welche gesucht, wo eins dir gibt, ich bin besonders schlau und das andere macht dich besonders doof. Nö. Nö, das ist völlig in Ordnung, das kannst du machen. Du kannst sagen, ich kaufe mir, das ist die Idee dahinter. Ich hole mir einen Vorteil und einen Nachteil. Ja. Hier, kannst du mal reingucken. Ich habe jetzt dummerweise gerade eben gemerkt, dass ich körperlich, weil ich es auch nicht gesehen habe, körperlich und Waffe zusammengepackt habe. Jetzt habe ich aber eigentlich, jetzt habe ich keine Waffen. Ich will auch in keinen Waffen eigentlich gut sein. Für meine Hände, du hast ja Ringen, Faust, mein Glitch, mein Ringen und das alles ist meine Waffe. Ich habe das jetzt zusammengepackt. Ist das okay? Weil dann bin ich halt auch bei 20. Ich will jetzt keinen Supercharakter machen. Aber ich habe so, du Talente. Hast die du auf Körper hast, die du auf Kampf und Waffen hast, die hast du mit in. Ich hatte, genau. Ich hatte 5 auf Kampf, 5 auf, also 5 auf körperlich, 5 auf Kampf. Mhm. Und irgendwie finde ich okay. Würde ich das gerne in einen Verein. Okay, aber ich. Ich kann dafür halt nur diese. Also ich weise darauf hin, Waffen sind extrem stark in dieser Welt, aber ist völlig in Ordnung. Du kannst das machen. Ja, aber. Ich sag zum Beispiel, es ist unwahrscheinlich, dass keiner von euch eine Schusswaffe bedienen kann. Ihr seid in einer Welt, in der regelmäßig Leute Schusswaffen führen werden. Und mit euren Fäusten. Aber ich bin doch gegen Schusswaffen. Ist okay. Ich glitsch doch. Ich sag ja, ich erlaub dir das. Du kannst die 5 Punkte nehmen und die auf Ringenfaustkampf. Völlig legitim. Wichtig ist, also kostet das Doppelte. Ein Ordentliches auf die 12. Das hast du im Kopf. Das ist was anderes als Kaliber 12. Du hast im Kopf, dass es Doppelte kostet. Da kannst du nicht irgendwie, da kannst du nicht in die nächste Runde. Da kannst du nicht noch mal Du hast beachtet, dass das Doppelte kostet? Nein. Gut. Die 5, die ersten 5 hast du so bekommen, aber die anderen 15 Punkte, die da drauf hast, die musst du für das Doppelte kaufen. Deswegen war der Wert auch so hoch. Alle Waffentalente kosten doppelt so viel. Alle Waffentalente. Kampf und Faustkampf, alle, entschuldige. Kampf und Waffen kosten doppelt. In der Liste, alles, wo nichts dahinter steht. Und bei körperlichen Talenten hier, Faustkampf, Waffen steht nichts dahinter. Das kostet doppelt so viel, um es zu steigern. 5 habt ihr aber von Haus aus gehabt, hat jeder von euch gehabt. Und dann musst du immer 2 ausgeben, um einen Punkt zu steigern. Okay, das kostet doppelt. Das ist jetzt aber nicht so geil, wie ich mir das erhofft hatte. Also ich habe jetzt Haut drauf, Wurstfinger und Grobmotoriker. Okay, cool. Und dafür aber imposante Gestalt. Ja. Macht Sinn. Also es muss sich ja tatsächlich auch nicht ausgleichen. Ne? Also es wäre auch okay, wenn die sich bei euch nicht ausgleichen. Also wenn ihr einfach die Punkte nehmt und die woanders ausgibt. Mhm. Wir spielen heute auch ein bisschen, ne? Wir spielen nicht komplett regeltreu, weil eure Charaktere einen Ticken stärker sein sollen.
Ab wann kosten noch mal die Hauptattribute mehr? Ab 14? Oder? Der 15 ist der erste Punkt, der 2 kostet. Okay. 18 ist der erste Punkt, der 3 kostet. Okay. Kommen da jetzt ab noch was dazu? Also du hattest ja gesagt, bei mir, ich hatte überall 8, außer bei Körperkraft und Geschicklichkeit. Da und dann darfst du noch 14 auf die alle verteilen. Aber mehr kommt nicht dazu. Nein, mehr kommt nicht dazu. 14. Okay. Es sieht so aus, als wärt ihr alle zumindest so, dass ihr die letzten Details noch in der Pause machen müsst. Es formt sich zumindest ein Charakter. Diesmal waren wir um einiges schneller. Bordeaux. Dann gehen wir nämlich tatsächlich jetzt so langsam in eine kurze Pause. Vorher aber noch mal der schöne Hinweis, den ich eben schon gebracht habe. Wobei, nee, ich mache einen schöneren Hinweis. Und zwar bedanken wir uns dafür, dass durch eure Unterstützung sowas hier überhaupt möglich ist. Tears und alle Pen-and-Paper-Formate gibt es schon eine ganze Weile. Und wir haben, bis jetzt war das nie ein gesponsertes Format oder ähnliches. An dieser Stelle also der Hinweis auf den RBTV Supporters Club. Wenn ihr sagt, was ist das denn? Dann ist das eine gute Frage. Dann könnt ihr über die Bauchbinde, die wir jetzt einblenden, einfach euch das mal angucken. Da könnt ihr im Endeffekt sagen, hey, ich finde das total cool, was ihr macht. Ich finde das schön, dass hier jetzt und auf lange Sicht gratis Unterhaltung geboten wird. Formate wie dieses unter anderem. Insbesondere Formate wie dieses. Denn Pen and Paper kostet immer nur Geld und Liebe. Und könnt sagen, hey, da wäre ich gern dabei. Ich gucke mir das mal an. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob wie viel ihr geben könnt oder nicht. Und wenn ihr nicht könnt, ist es auch in Ordnung. Aber solltet ihr 2-3 Euro überhaben, ist das wahrscheinlich der beste Kanal, um das loszuwerden. Solltet ihr das getan haben, danke. Solltet ihr darüber nachdenken, danke. Und solltet ihr es nicht gemacht haben, dann guckt einfach zu und beteiligt euch im Chat und auf Social Media. Wir sind in ungefähr 30 Minuten wieder für euch da. Und dann geht's los mit dem ersten Abenteuer von Tears, das in einer komplett neuen Zeit spielt. Bis gleich.